Willkommen zur letzten Sendung in dieser Woche. Der US-Arbeitsmarkt ist doch erstaunlich gut ausgefallen, nachdem er ja zuletzt ein bisschen geschwächelt hatte und die ATP-Daten zumindest mal anzeigten, dass es auch in diesem Monat ein bisschen schwierig werden könnte, ist das Ganze dann doch ganz anders gekommen. Und die Fed konnte sich zumindest bestätigt sehen, was den Arbeitsmarkt betrifft, wobei auch nur so, das sagen wir mal, zu 60%, denn das mit den Löhnen, das klappt noch nicht so richtig gut. Das muss man mal auch natürlich festhalten. Die Jobs sind nicht in der Industrie entstanden und das könnte eben dann doch ein Zeichen sein, dass eben das, was letztendlich dann die Konjunktur ja ausmacht, gut bezahlte Industriearbeitsplätze, das läuft nicht so, wie sich das letztendlich man sich wünschen dürfte, auch was die Inflation betrifft. Denn wenn ich nur geringen Verdienerjobs, zum Beispiel im Gesundheitswesen, schaffe, dann werden die da beschäftigt sind, zwar in der Arbeitslosenstatistik fehlen, aber die werden eben nicht so konsumieren und nachfragen, dass die Inflation eben stark steigt. Und genau das möchte ja die Fed eigentlich. In dieser Beziehung ist sie noch nicht so ganz auf dem Pfad, auf dem sie behauptet zu sein, würde ich zumindest mal meinen. Schauen wir mal schnell auf die Daten des heutigen Tages. Das sind also die Non-Farm-Arbeitsplätze aus den USA. 222.000 sind dabei rausgekommen. Das war dann schon wirklich mal eine Hausnummer. Der Vormonat, der ja ziemlich schwach war, ist dann auch nochmal ein bisschen nach oben wenigstens korrigiert worden. Also insgesamt gute Daten. Die Arbeitslosenquote ist trotzdem leicht gestiegen, was vielleicht daran lag, dass die Participation Rate auch um 0,1% gestiegen ist. Also die Rate der Arbeitsfähigen, die sich tatsächlich noch am Arbeitsmarkt beteiligen. Das Durchschnittseinkommen ist aber nur um 0,2% gestiegen und wenn man sich dann den Arbeitsmarktbericht ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man eben fest, dass zwar im Bergbau 8000 neue Stellen geschaffen worden sind, also Donald Trumps reine Kohle, saubere Kohle, die hat schon Früchte getragen, die bringt tatsächlich Arbeitsplätze und ansonsten aber war von Industriearbeitsplätzen wenig zu lesen. Da ist also nichts dazu gekommen und das dürfte einen dann doch sorgen, denn das ist schon seit vielen Monaten so. Insgesamt haben die USA rund 7 Millionen Arbeitslose immer noch. Wie man da von Vollbeschäftigung sprechen kann, leuchtet mir auch nicht so ganz ein. Aber sei es drum, so sehen das eben die Amerikaner. In Kanada gibt es jetzt 45.300 Stellen mehr. Das ist eine durchaus gute Zahl gewesen. Die Arbeitslosenquote ist leicht gesunken auf 6,5% und dann gab es heute noch den IW-Einkaufsmanager-Index fürs produzierende Gewerbe mit 61,6 Punkten richtig gut gewesen. Die Prognose war übrigens 57, irgendwas, also doch auch deutlich über den Prognosen. Aus der Eurozone gab es gute Industriedaten aus Deutschland, Frankreich und Spanien und die Einzelhandelsumsätze aus Italien, die enttäuschten. Dagegen ziemlich eine reine Enttäuschung waren die Daten aus Großbritannien heute. Da kann man wirklich nicht viel Gutes sagen, außer dass die NISO-BIP-Prognose wieder ein bisschen gestiegen ist. Auf das Quartal 0,3% ist jetzt aber auch nicht der Brüller. Arbeitsmarkt aus der Schweiz, kaum Veränderungen. Aus Tschechien gab es gute Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Das war mir dann doch wert, hier noch mit drauf zu schreiben. Und damit rein in die Charts und schreien in den DAX. Und es gab heute wieder Langeweile. Es hatten ja viele damit gerechnet, dass dann heute mit den Non-Farm-Payrolls irgendwas passiert. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich zumindest, dass es mal eine Zuckung gibt. Aber nicht mal die hat es gegeben. Wir haben heute die Range nicht mal komplett ausgenutzt. Es war also, wir hatten heute in dieser Woche letztendlich zwei Tests der 12, oder letzte Woche schon und diese Woche wieder den Test der 12.312. Da hat sich jetzt also erstmal eine kleine Unterstützung geboten, aber das ist auch so ziemlich das einzig Positive. Wir haben die 12.400 erstmal über uns gelassen, wenn wir DAX sind zumindest. Das sieht also insgesamt zurzeit nicht wirklich bullig aus, das muss man ganz klar sagen. Ein Bruch der 12.312 dürfte demzufolge auch weiterhin ziemlich bärig werden. Ob dann die 12.170 wirklich eine gute Unterstützung ist oder ob es dann doch unter die 12.000 geht, Richtung 11.920 in etwa. Da haben wir zumindest so eine Wolkenstufe, die da Unterstützung bieten könnte. Es könnte auch bei 11.750 die wichtigere Unterstützung sein, weil es dann auch da eine Kijun-Linie weiter links noch gibt.
Das könnten so die Ziele dann werden. Zurzeit, wie gesagt, versucht sich der DAX noch an der Wolkenunterkante festzuklammern, aber er müsste jetzt im Daily Chart dann eben langsam, aber sicher mal sich ein bisschen erholen, sonst ist er dann eben drunter, weil wir sehen ja, die Wolke steigt erst einmal noch ein bisschen ab. Insgesamt übergeordnet, klar, wir sind in einem Abwärtstrend. Der Tenkan, zumindest die blaue Linie aus dem Ichimoku, zeigt schon mal wieder weiter südwärts. Das sieht jetzt nicht wirklich bullisch aus und ich glaube auch, dass die Bullen erst wieder eine größere Chance haben, Richtung ja, Allzeithochs vielleicht zurückzukommen, wenn sie wieder über die 12.520 steigen würden. Kann ich mir zurzeit aber gerade nicht vorstellen. Naja, wir haben das Ganze hier nochmal ein bisschen auseinandergezogen. Da sehen wir, dass der Kijun, die orangefarbene Linie, genau auf der 12.635 lang läuft oder darunter eben. Also zurzeit seitwärts läuft, nicht mit abknickt. Deswegen, ja, ob es jetzt tatsächlich hier den Bruch der Wolke richtig gibt und dann den nächsten Schub nach Süden, muss man mal abwarten, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben trotzdem recht hoch. Im Dow Jones sieht das Ganze viel freundlicher aus. Der Dow Jones heute auch lange Zeit seitwärts gelaufen nach den Abverkäufen der letzten Tage. Gab es dann aber heute nach den guten Arbeitsmarktdaten eine ziemliche Erholung. Also es scheint Erleichterung im Markt zu sein, dass zumindest mal die Konjunktur doch ganz gut läuft, wie man das Ganze scheinbar interpretiert hat. Das könnte allerdings eine Fehlinterpretation sein, wie ich ja gerade gesagt habe, denn Industriearbeitsplätze sind eigentlich keine dazugekommen. Wichtig wird dann die 21.420, da muss man drüber kommen, damit das Ganze tatsächlich wieder bullischen Charakter bekommt. So lange kann es hier durchaus noch Richtung Süden weitergehen. Wir sind ja auch noch unter der Wolke. Und wenn wir genau hinschauen hier im Stundenchart, sehen wir auch, dass der blaue Tenkan weiter unter dem Kijun bleibt. Auch der S&P 500 konnte sich dann heute wieder zurückkämpfen über die 2416 zumindest mal, bleibt aber auch unter der Wolke. Aber ja, die Erholung war schon dann auch schon durchaus relevant. Wir müssten jetzt auch hier über die Wolke kommen und ich glaube auch hier müsste man dann, wir haben da so Wolkenkanten und früher war das auch mal eine Unterstützung bei 2430 Punkten. Ich glaube, solange wir nicht da drüber sind, ist hier nach wie vor durchaus auch Korrektur möglich. Wir sehen im Daily Chart hier, wir sind natürlich im Aufwärtstrend und so viel ist in den US-Indizes wirklich noch nicht passiert. Aber das sieht hier doch schon wie eine Top-Bildung aus. Wir sehen, dass die Spitzen immer tiefer werden und das könnte also durchaus bedeuten, dass wir am Ende doch weiter Richtung Süden fallen. Wir haben dann sicherlich nochmal an der einen Wolkenlinie da, die dürfte so um bei knapp 2000, ja, so 2390 liegen. Da könnte die erste Unterstützung vielleicht nochmal warten. Im Dow Jones Daily Chart wollen wir uns auch anschauen, sieht es auch so aus. Es könnte durchaus hier eine Umkehr stattfinden. Es könnte hier durchaus eine Top-Formation werden. Ist noch nicht so ganz entschieden, würde ich mal sagen. Aber hier, ja, der Aufwärtstrend ist auf alle Fälle zurzeit noch da, aber das sieht zurzeit nicht so aus, als ob hier unbedingt das Ziel auf der Oberseite stattfinden müsste. Auch hier muss man also mal abwarten. Warum hat der DAX zuletzt auch wieder heftiger korrigiert als die US-Indizes? Wir haben das gerade gesehen. Naja, das ist vielleicht gar nicht mal so dramatisch, sondern man hat, der DAX hat sich damit eigentlich nur den US-Indizes wieder angeglichen, wie wir hier sehen. Die rote dicke Linie, das ist der DAX, die Kerzen, das ist der Dow Jones. Und da sehen wir, dass der DAX dem Dow Jones dann im Frühjahr doch ziemlich enteilt ist und jetzt eigentlich sich nur wieder entsprechend angenähert hat. Also ganz so dramatisch ist das Ganze vielleicht dann gar nicht zu bewerten. Euro-US-Dollar hat heute erstmal ordentlich zugelegt, oder naja, zugelegt hat er ja gestern schon. Heute gab es dann eher eine Seitwärtsbewegung und nach den guten US-Arbeitsmarktdaten gab es überraschenderweise erstmal eine Reaktion vom Euro, dass der Euro mal kurz Richtung 1,1440 gestiegen ist. Danach allerdings gab es dann doch eine kleine Korrektur, denn gute Arbeitsmarktdaten, ja, da wird dann letztendlich die nächste Zinserhöhung und die weitere Straffung der Geldpolitik durch die Fed natürlich eher noch wahrscheinlicher.
Das hat dann den Euro ein bisschen unter Druck gebracht, aber nicht sehr stark, was eben auch wieder damit zusammenhängt, dass die Marktteilnehmer mittlerweile auch fest davon ausgehen, dass Anfang nächstes Jahr auch die Straffung der Geldpolitik bei der EZB beginnt. Dort wahrscheinlich erst einmal mit dem Abbau von den Anleihekäufen. Ja, Zinserhöhungsfantasien sind nie gut fürs Gold. Das sehen wir auch hier. Gold ist heute durch seine nächste Unterstützung bei 1217 gefallen und ist nun tatsächlich auf dem Weg, wie wir hier im ja, Daily Chart sehen, vielleicht sogar unter 1200 Dollar. Die nächste wirklich relevante Unterstützung sehe ich bei 1195. Im US-Dollar-japanischen Yen sehen wir, dass sichere Häfen eben auch zurzeit überhaupt nicht gefragt sind. Ja, bei den guten Arbeitsmarktdaten, da fühlt sich der Markt erst einmal wohl. Und so ist US-Dollar, japanischer Yen heute schon mal über die 114 gestiegen. Wir haben aus dem Mai ein Hoch bei 114,35 und dann noch das Märzhoch bei 115,50. Das sind die nächsten Widerstände und das könnten die nächsten Ziele sein. Ichimoku zumindest sieht nach wie vor sehr freundlich aus. Nach oben ging es auch mit den Renditen der Anleihen, was eben auch für Gold nicht so gut ist. Die deutsche 10-Jahres-Anleihe heute relativ seitwärts, liegt aber inzwischen bei 0,57% fast und lag noch Ende Juni bei ja, rund 0,25. Also die Rendite hat sich also mehr als verdoppelt hier. Das ist schon eine dolle Sache und nicht viel anders sieht es auch in den USA aus. Auch hier hat die 10-Jahres-Anleihe zuletzt deutlich zugelegt von 2,12 oder 13 auf 2,39% zumindest, also knapp 2,4% müssen die USA für Schulden mittlerweile wieder hinlegen. US-Dollar, kanadischer Dollar, die kanadischen Daten haben den kanadischen Dollar heute ordentlich beflügelt. Es gab heute den klaren Bruch der 1,29 auch. Hier müssen wir vielleicht mal die Widerstände ein bisschen richten. Wir hatten ja das Tief, das Juli-Tief bisher bei 1,29. 12, das dürfte dann jetzt auch als Unterstützung gegolten haben. Da sind wir heute saftig durchgebrochen. Der Ichimoku ist sehr bärig, sodass also die Idee, wo ich gestern das mit Fragezeichen agiert habe, ob wir die 1,2750 als nächstes erreichen könnten, da würde ich heute fast ja sagen. Ich hatte gestern oben am Kijun an der orangefarbenen Linie einen Pfeil hingemacht und markiert, dass da das Ganze ein bisschen seitwärts abgeknickt ist, was eventuell dafür sprechen könnte, dass der überverkaufte Status erstmal abgebaut wird. Heute sehen wir, dass der Kijun sich wieder Richtung Süden geneigt hat. Also das sieht hier durchaus so aus, als ob wir die 1,2755 bis 50 doch auch noch erreichen können. Cable hat heute nach den schwachen Daten ebenfalls deutlich nachgegeben. Also ganz anders als der Euro sich verhalten und unter die 1,29 gefallen, wo wir ja das Monatstief bisher gehabt haben. Ziel hier könnte die 1,2785 oder 80 sein. Im Daily Chart nochmal die Erinnerung, wir haben hier einen Doppeltop. Und das könnte also durchaus ein Zeichen sein, dass es hier noch wesentlich bärischer werden könnte. Vielleicht sogar Ziel 1,26 oder 1,25. 90 Euro britisches Pfund, dagegen natürlich deutlich zugelegt nach den schwachen britischen Daten und schon mal an der 0,8860 zumindest angeklopft. Dazu gehört dann natürlich auch noch das Hoch bei 0,88. 80 € Schweizer Franken. Ja, wir sind auf dem Weg zu 1,10. So richtig haben wir uns aber noch nicht dran getraut. Auch der Schweizer Franken zurzeit durchaus unter Druck, eben als sicherer Hafen zurzeit nicht genutzt. Das wird die Schweizer nicht gebraucht. Das wird die Schweizer Nationalbank freuen. Also insgesamt realisiert der Markt durchaus, dass die Konjunktur ganz gut läuft gerade. Wobei eben für mich die Frage ist, ob sie denn tatsächlich in den USA beispielsweise so gut läuft. Denn wie gesagt, neue Industriearbeitsplätze entstehen nicht, was für mich dafür spricht, dass eben nur bestimmte Branchen, und zwar gerade die Branchen, wo man nicht so viel verdienen kann, die scheinen ganz gut zu gehen zurzeit, was die Industrie betrifft. Da scheint es durchaus Schwäche zu geben. Wir sehen hier im Euro-Schweizer Franken im Daily Chart, dass, wie gesagt, die 1,10 das nächste Ziel ist. Der blaue Tenkan zeigt sich auch noch ziemlich dynamisch, aber der orangefarbene Kijun ist zur Seite abgeknickt.
Mal schauen, ob es dann weitergeht. Nächste Ziele wären die 1.11.30 hier zu sehen und dann gäbe es noch von Anfang des Jahres 2016 die 1.12 als nächste Ziele. Mir hat heute bei eToro jemand geschrieben, das nächste Ziel wäre 1.12.20. Die 1.12.20 sehe ich gerade nicht. Naja, US-Dollar, Schweizer Franken hat heute ebenfalls deutlich zugelegt. Also auch hier scheint sich zu verfestigen, dass der Schweizer Franken eben zurzeit nicht gesucht wird. Allerdings sind wir hier noch knapp unter der Wolke und wir müssten jetzt eben den Retest der 0.9680 nach mit Bruch erreichen, damit es dann weiter Richtung Norden gehen könnte. Solange bleibt der ganze Spaß hier doch noch ziemlich wackelig und doch ziemlich bärig, auch im Daily Chart. Gut zu sehen, wir haben hier noch einen kleinen Abwärtstrend, der heute zumindest mal gehalten hat. Wenn wir genau im Daily Chart aber hinschauen, sehen wir, dass die grüne Kerze die rechte länger ist als die rote daneben, also ein Umkehrstab. Vielleicht ist das dann doch das Umkehrzeichen. Schauen wir ganz einfach mal. Die Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Tschechische Krone bleibt unter 26,15 und jetzt auch wieder unter der Wolke. Mal schauen. Zurzeit versucht sich das Paar so einigermaßen zu halten. Aber die guten tschechischen Daten, die haben heute zumindest mal einen kleinen Gewinn für die Krone bedeutet. 0,1% war nicht der Brüller. Aber wir sehen, nachdem die tschechische Notenbank den Wechselkurs freigegeben hat, hat es hier doch einen ziemlichen Wertverfall gegeben. Ja, der Ichimoku zumindest zeigt eher an, dass es noch tiefer gehen könnte. Wenn wir uns den Wochenchart anschauen, könnten die nächsten Ziele 25, 45 und 25,0775 werden. Eine deutliche Produktionssteigerung hat es in den USA im Rohöl in dieser Woche gegeben, nachdem ja letzte Woche vor allem wegen schlechtem Wetter die Produktion gedrosselt wurde im Rohöl in den USA. Baute man also die Produktion diese Woche wieder aus und so war die Erholung nach den gesunkenen Lagerbeständen von ziemlich kurzer Dauer. Wie wir sehen, ist Rohöl heute schon wieder deutlich gefallen. Und wir sind inzwischen auch unter der Unterstützung von 44,60 wieder angekommen. Und der Kurs könnte 42 sein. Allerdings sind Tenkan und Kijun ziemlich weit auseinander. Die blaue und die orangefarbene Linie. Was dafür sprechen könnte, dass das Paar auch erst einmal ein bisschen sich seitwärts hält und erstmal Luft holt und überlegt, in welche Richtung es weitergehen soll. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das zurzeit dann doch eher bärisch aussehen wird. Auch im Daily Chart sieht das so aus. Ja, wir sind bis zu 47,30 gekommen. Und es gab ja auch schon Analysten, die dann gesagt haben, ja, zurzeit ist das Öl ja eher unterbewertet. Das sieht der Markt zurzeit zumindest mal noch scheinbar anders. Ein Retest der 42 ist hier durchaus denkbar. Kommen wir noch zu den großen Gewinnern des Tages heute. Das ist zum Beispiel der kanadische Dollar gewesen. Der hat heute gegenüber dem japanischen Yen, was heute der Verlierer des Tages war, mit 1,65% zugelegt. Das ist also schon eine mächtige Bewegung gewesen, die es da heute in diesem Paar gegeben hat. Und wir sind jetzt hier fast an dem Hoch von Ende 2016 angekommen bei fast knapp 89. Dann wird es langsam spannend. Auf alle Fälle ist der Ichimoku weiterhin auf Kaufmodus gestellt und sichere Häfen waren eben insgesamt nicht gefragt. Deswegen hat der kanadische Dollar auch gegenüber dem Schweizer Franken richtig doll zugelegt, 1,3%. Knapp da sind wir heute mal an der 0,75 schon mal angestoßen. Also der kanadische Dollar, der Loonie heute wirklich sehr, sehr stark. Im Daily Chart sehen wir, ja, wir haben in den letzten Tagen, also jetzt im Juli, letztendlich den wichtigen Widerstand bei 0,7395 rausgenommen und das nächste Ziel könnte jetzt knapp 0,76 sein, da die nächste Wolkenformation, da wo dann eben auch das Hoch aus dem April zu finden ist. Der Nasdaq war bei den Indizes heute Sieger mit 1,1% Gewinn, ist über die 5.650 drüber gekommen. Ob das Ganze dann am Ende nachhaltig wird, das muss man mal abwarten. Zurzeit zumindest sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben bei 5.685 allerdings noch diese lange Wolkenlinie und auch dieses Hoch, das jetzt noch das Monatshoch sogar ist. Da müssen wir auch noch drüber kommen, dann gäbe es realistische Chancen zu einer Rückkehr Richtung 5.770. Sieht also erst einmal auch gar nicht mal so schlecht aus.
Verlierer war unter anderem Ethereum, oder das war überhaupt der Verlierer, minus 8,55%, nachdem es am Ende des Monats so aussah, als ob sich die Kryptowährung wieder so einigermaßen erholen konnte. Und sieht es jetzt dann doch so aus, als ob wir zu den Tiefs zurückfallen, die wir da hatten, bei gut 200 Dollar. Darunter, ja, das gleiche Bild haben wir in Bitcoins. Auch die Bitcoins, nachdem sie sich auch in diesem Monat bis jetzt eigentlich ganz stabil gezeigt haben, gab es dann heute einen deutlichen Abverkauf, was dann eben doch auch was mit den, was wir hier sehen, was auch vor allem nachmittags stattgefunden hat, also letztendlich auch aufgrund der US-Arbeitsmarktdaten, zumindest zum Teil. Also scheinbar haben die Kryptowährungen es durchaus ebenfalls so schwer, wie es Gold eben hat, aufgrund der strafferen Geldpolitik der Notenbanken, scheint es durchaus so zu sein, dass die Kryptowährungen dann eben letztendlich, wenn dann eben ja, die Zinsfantasie spielt, unter Druck geraten. Bei Bitcoins gab es vielleicht noch einen anderen Grund, der vielleicht auch auf Ethereum durchgestochen hat. China hat sich heute zu Kryptowährungen, oder besser gesagt zu den Bitcoins, als anerkannte Währung geäußert. Man ist also der Meinung, dass Bitcoins durchaus eine Wertanlage sind, aber nicht als Währung zu betrachten sind. So haben sich die Chinesen heute geäußert. Schauen wir noch schnell auf ein paar Aktien, RWE und E.ON beispielsweise. Da hat Goldman Sachs die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel für E.ON auch gleich noch angehoben. Naja, bei RWE ging es zuletzt ziemlich runter. Wenn man jetzt überlegt, dass Goldman Sachs der Meinung ist, dass das eine Kaufnummer werden könnte, dann könnte das gerade ein günstiger Einstieg sein. Wobei hier der Daily Chart auf alle Fälle mal den Ichimoku zur Zeit, naja, eher neutral hält, denn der Tenkan ist unter dem Kijun. Das ist jetzt kein so ganz bullisches Bild. Ein bisschen besser sieht es noch bei E.ON aus. Da droht allerdings der Tenkan den Kijun nach Süden zu kreuzen, weil der Kijun noch ansteigt. Naja, muss jeder mal selber gucken, letztendlich. Großer Verlierer war heute der Motorenhersteller Deutz. Volvo hat seine Beteiligung, die fast 25% des Unternehmens betrug, oder gut 25% sogar. Ja, die hat also Volvo verkauft, die Beteiligung. Das hat dann Deutz heute ordentlich unter Druck gebracht. Minus 12,4% am Ende. Das war schon ja ganz schön heftig. Hintergrund dürfte sein, dass Volvo ja in Zukunft nur noch Elektroautos produzieren will und da braucht man Motoren von Deutz offenbar nicht mehr und Teile dafür. Ja, faule Kredite war heute auch noch ein Thema. Und die faulen Kredite gibt es ja reichlich in der Europäischen Union, vor allem bei südeuropäischen Banken. Das klingt dann immer so, als wenn also die Südeuropäer besonders schlechte Menschen sind und ihre Kredite nicht zurückzahlen. Oft ist es einfach eben so, sie können es eben einfach auch nicht. Und die Europäische Kommission will jetzt nicht den Menschen helfen, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können, sondern die helfen lieber den Banken. Dazu soll jeder Staat in der EU eine Bad Bank gründen. Da werden dann die faulen Kredite ausgelagert. Und dann werden die auf dem Finanzmarkt verkauft. Das ist eine wunderbare Sache, weil das dann in der Regel zur Folge hat, dass eben zum Beispiel, wer sich ein Haus gebaut hat und die Kreditraten nicht mehr bedienen kann, verliert dann seine Häuser, weil dann die Häuser eben versteigert werden. Okay, das machen Banken zum Teil auch, aber Finanzhaie sind dann meistens noch wesentlich skrupelloser. Das könnte neuen sozialen Unfrieden in der Europäischen Union durchaus bringen, würde ich ganz einfach zumindest mal vermuten. Und dann sehen wir wahrscheinlich noch mehr enttäuschte Menschen, die dann als hirnlose Chaoten durch Großstädte vandalieren, so wie zum Beispiel heute in Hamburg. Schauen wir noch schnell auf die kommende Woche. Heute Abend gibt es noch das Rating für die EU durch Moody's. Wird sicherlich keine böse Überraschung geben, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und nächste Woche gibt es durchaus ein paar Daten, wobei die ganz großen, glaube ich, nicht so dabei sind. Sehen wir jetzt hier schon am Montag.
Ja, die Maschinenaufträge aus Japan sind schon durchaus interessant und auch das Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone. Chinas Verbraucherpreisindex hat zuletzt nicht so wirklich bewegt. Am Dienstag, ja, da gibt es auch nicht so richtig ganz großen Daten. Immerhin gibt es schon mal ein bisschen Berichtssaison. PepsiCo berichtet fürs zweite Quartal und am Mittwoch, da gibt es dann immerhin den Industrieaktivitätsindex für den Tertiärsektor in Japan, die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien, Industrieproduktion aus der Eurozone. Außerdem hat Janet Yellen Anhörung vor dem Kongress. In Kanada gibt es eine Zinsentscheidung. Na, da ist doch dann wenigstens schon mal richtig was los. Und um 20 Uhr gibt es das Beigebook aus den USA. Am Donnerstag berichten Südzucker und Alstom. Deutschlands Verbraucherpreisindex, die endgültige Fassung für den Juni steht auf dem Programm in den USA. In China meldet eine Handelsbilanz 10:10. Das würde ich mal mit Fragezeichen versehen. Und ja, Janet Yellen dann vor dem Bankenausschuss zur Abwechslung und Charles Evans spricht dann auch noch. Und dann haben wir noch den Freitag. Da gibt es die Industrieproduktion aus Japan und die Handelsbilanz aus der Eurozone. Einzelhandelsumsätze aus den USA, Verbraucherpreisindex aus den USA, Industrieproduktion aus den USA und Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Also am Freitag gibt es dann nochmal richtig ordentlich was an Daten. Tja, und dann wäre da noch Elon Musk von Tesla, der hat ein großes Versprechen an Australien gegeben und die Australier waren der Meinung, das müssen wir annehmen. Der Tesla-Chef will innerhalb von 100 Tagen einen Batteriepark bauen, der das Energieproblem Südaustraliens lösen soll. Es soll die größte Batterie zum Speichern erneuerbarer Energien entstehen und der Kostenpunkt beträgt 200 Millionen Dollar. Sind die Australier auch bereit zu bezahlen? Allerdings gibt Elon Musk dafür ein Versprechen, denn dieser Batteriepark soll schon in 100 Tagen fertig sein. Sollte das Tesla nicht schaffen, bekommt Australien die Batterie gratis. Das ist doch ein schöner Deal. Wenn jetzt nicht Tesla das Ding bauen würde, sondern die Gesellschaften, die den Berliner Flughafen bauen würden, dann hätten die Australier schon mal einen richtig guten Deal gemacht. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende den Hamburgern. Ja, dass der Mob bald wieder raus ist aus der Stadt. Mehr kann ich nicht wünschen. In diesem Sinne, bis Montag.